Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Okay, wir haben jetzt nur noch eine einzige Einrichtung vor uns, die wir auf 5 Sterne bringen müssen, nämlich Capital Knot City. Die allererste Stadt, in der wir in diesem Spiel die Verbindungsstufe steigern konnten. Die ist jetzt noch als einzige übrig. Ist das nicht großartig? Ich liebe es. Okay. So, das bedeutet, hier in Port Knot City müssen wir das Seilrutschnetzwerk nicht mehr unbedingt verbessern. Falls jemand das Seilrutschensystem bei sich verbessern möchte, dann kann er das gerne machen. Muss er nur eine einzige Seilrutsche dann, glaube ich, dazu bauen und schon ist der Verbindungspunkt gegeben. Ernsthaft? Wow. Guck euch das an hier. Das Fahrzeug verarscht mich wieder nach Strich und Faden. An jeder kleinen Ecke bleibe ich jetzt auf einmal wieder hängen. Herrlich. Ich liebe es. Okay. So, jetzt geht es von hier aus direkt nach Capital Knot City. Ach ja, natürlich muss der Ort Radek jetzt noch einmal sagen, dass GDs in der Nähe sind. Das ist eben auch so eine Kleinigkeit, die ich an dem Spiel eventuell auszusetzen hätte. Man ist nicht in der Lage, diese Ort Radek-Animation abzukürzen. Es ist auch nicht so, als ob dass diese Ort Radek-Animation mal langsam abläuft und mal schneller. Sie läuft immer langsam. Und das ist ein bisschen viel. Wenn schon, dann lieber teils, teils, aber doch nicht immer die Ort Radek-Animation langsam ablaufen lassen. Das ist ein bisschen too much. Okay. Schnell weiter. Naja, jetzt habe ich quasi einen Zickzack gemacht. Dezent unnötig, aber naja. Gibt's Schlimmeres. Wir müssen ja noch einen kurzen Zwischenstopp bei dem Wegposten machen, um die Lieferung dort abzugeben. Aber der Rest geht ja an Capital Knot. Vielleicht hat der Wegposten ja noch eine Quest für Capital Knot. Könnte ja auch sein. Ach ja. Schon krass, dass dieses Gebiet gerade genügend chirale Bandbreite bietet, um zusammen mit den Online-Seilrutschen ein perfektes Netzwerk zu bilden. Da muss ich auch sagen, da hängt eine Menge Glück davon ab. Da hängt es eben davon ab, wie viele Seilrutschen bereits platziert worden sind und wie gut sie überhaupt platziert worden sind. Hätte auch sein können, dass die komplett scheiße in die Pampa gebaut wurden. Aber das kann ich hier nicht behaupten. Die sind auf jeden Fall gut gebaut worden. Hier aus hätte ich eigentlich auch hinlaufen können. Du
glaube eventuell, das wäre sogar kürzer gewesen. Wenn ich mir jetzt ansehe, wie weit ich jetzt vom Wegposten entfernt bin. Naja, egal. Ich laufe trotzdem von hier aus. Ich ziehe durch. Und die Mules suchen mich immer noch, die Deppen. Sodele. Oh lalol. Fuck. Ah, das kannst du laut sagen, Sam. Da ist jetzt beinahe mal wieder auf den letzten Metern riskiert, ein A-Ranking zu kriegen. Was ein unnötiges Risiko gewesen wäre. Mal wieder. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Jawohl. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. So, mein Lieber, die dringende Lieferung ist da. Hoppala. Nicht geskippt. Sodele. Komm, S-Ranking. Jawohl. Läuft. Gute Reise. Danke. Gute Arbeit. Hast du zufällig noch was für Capital Not City dabei? Jo, einiges sogar. Ob ich die 104 Kilo... Oh, aber Zeitlimit. Fisch aus einem GD-Bereich. Ach so, ah. Das habe ich sogar schon mal abgeschlossen, nur nicht mit S-Rang. Ja dann. Ganz ehrlich, dann pfeife ich auch auf die Materiallieferung. Denn die werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, oder? Ah, die Neugierde, die Neugierde. Verdammt. Vielleicht kriege ich es ja doch hin. Alter. Guckt euch das an. Wow. Tatsächlich, ich krieg's doch hin. Wow. Läuft. Auftrag zugewiesen. Lieferparameter aktualisiert. Zeitlimit festgelegt. Okay. Waffeneinschränkung aufgehoben. Also da werden wir jetzt den S-Rang locker hinkriegen. Diesmal wird das kein Problem sein. Und ich hoffe, upsala, Vorsicht. Ich hoffe, das wird dann auch für 5 Sterne reichen. Müsste es eigentlich. So viel wie wir dabei haben, das sind mindestens 3 Aufträge. Ich glaube, es sind sogar 4. So oder so sollte es reichen. Und dann haben wir dieses Gebiet in Rekordzeit auf 5 Sterne bringen können. Nice. Was ist das denn da? Ein Bunker? Ich denke schon. Naja. Ist ja nicht wichtig. Wir werden jetzt erst einmal wieder schön die Fahrt genießen. So, bam. So. Ich bin ausnahmsweise mal still geblieben, damit wir die Fahrt auch wirklich genießen konnten. Alle Waffen sind willkommen in Capital Not City. Verteilerzentrum aufsuchen. Okay. Ach ja, Capital Not. Herrlich. Lang ist's her, nicht wahr? Wo kamen wir eigentlich noch einmal vom Anfang des Spiels her? Das war so ungefähr die Route, von der aus wir zum ersten Mal nach Capital Not gekommen sind. Meine ich zumindest.
Schuhwerk in schlechtem Zustand. Austausch empfohlen. Okay. So. Mal wieder eine Großlieferung. Danke für die Lieferung. Blitzschnell wie immer. Jawohl. Okay. Das gibt uns den vierten Stern und die Hologrammdaten von Nick Easton. Pardon, kurze Unterbrechung. Okay, weiter. Neue Interviewdaten, BB, Echo-Ortung, Dooms und die Sternenbilder. Boah, nochmal 600 mehr auf die chirale Bandbreite. Und ein weiterer einsetzbarer Bot mehr. Läuft. Zweiter Auftrag bringt uns S-Rang und noch ein kleines bisschen mehr Verbindungsstufe. Oh, ouch. Da haben wir verkackt. Nur ein C. Da auch? Ernsthaft? Boah. Okay, und verlorene Fracht. Shit. Wir haben es tatsächlich nicht geschafft, die 5 Sterne voll zu kriegen. Entgegen meiner Erwartung. Autsch. Bis bald. Shit. Schauen wir mal, ob wir irgendeinen Auftrag jetzt freigeschaltet haben, wo Capital Not City sich selbst beliefern soll. Nein. Überhaupt nicht. Okay, sprich, ich werde noch einmal einen Schnitt setzen, bis ich an einer Stelle eine Lieferung gefunden habe für Capital Not City, die ich bislang noch nicht angenommen habe. Wird wahrscheinlich vom Verteilerzentrum oder vom Windpark aus stattfinden, gehe ich mal stark von aus. Bis gleich. Okay, als ich die Lieferung von Capital Not City zum Ludens-Fan bringen musste, habe ich durch das Abschließen dieser Lieferung den nächsten Titel gekriegt und Frachtzustand hat sich jetzt auf Level 60 erhöht. Man hat dir den Titel Elite-Lieferant verliehen. Mit jeder unmöglichen Lieferung, die dir gelingt, kommst du der Unsterblichkeit etwas näher. Nice. Du verlierst jetzt weniger leicht das Bewusstsein. Yes. Damit ist die Lieferzeit jetzt das Einzige, was wir noch auf Level 60 bringen müssen. Sehr schön. Okay, irgendetwas an Capital Not? Ja. Eine schöne Lieferung von empfindlichem Zeug. Gut, das nehme ich an. Und packe es mir direkt auf den Rücken. Ich habe ja noch eine Lieferung an, genau, an das Verteilerzentrum zu machen. Eventuell habe ich dort ja noch einen weiteren Auftrag für Capital Not City zur Verfügung. Von daher, kurzer Schnitt. Ja, hier kann ich auch eine Lieferung abholen an Capital Not City. Eine, bei der ich die Premium-Lieferung noch nicht abgeschlossen habe. Perfekt. Damit habe ich zwei weitere neue Lieferungen, die mein Ansehen in Capital Not City ordentlich steigern sollten. Hoffe ich jetzt mal. Okay. Auftrag zugewiesen. Na dann. Jetzt geht es wieder komplett nach Capital Not City zurück. So. Ich würde sagen, da setze ich auch mal einen Schnitt, bis ich wieder da bin. So, da wären wir auch schon. Geht ja ziemlich fix. Super Sache. So, ihr Lieben. Ich hoffe, das reicht aus, um bei euch 5 Sterne zu kriegen. Ja, ist eine ganz schöne Menge. Und ich hoffe, dafür lasst ihr den 5. Stern springen. Yes! Neue Interviewdaten, Angst als Vergnügen, die altägyptische Auffassung vom Gehirn. 10.160 chirale Bandbreite, nice. Und das nochmal als kleiner Bonus, weil wir es können. Sehr gut. Hey, ich habe etwas für dich. Sehr gut. Das Sternchen. Ja, Halleluja. Läuft. Bis bald, Bruder. Alles klar. Gute Arbeit. Neuer Auf. Ah, herrlich. Tja. Erst einmal ist nichts weiter zu erledigen hier in der Gegend.
Aber es gab doch noch Stellen, die vom chiralen Netzwerk abgeschottet sind, oder? Welche davon kann ich noch verbinden und welche nicht? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich werde mich eventuell noch einmal im Internet darüber schlau machen müssen, ob ich hier eventuell noch irgendwelche Prepper übersehen habe. Ich habe ja bislang nur den Ludens-Fan entdeckt. Wer weiß, vielleicht gibt es hier ja noch ein paar mehr Prepper, die ich noch nicht entdeckt habe. Vielleicht gibt es davon auch noch welche in der zentralen Region. Könnte ja auch sein. Ich meine, da gab es auch einige Stellen, wo das chirale Netzwerk nicht hingereicht hat. Von daher, es könnte jederzeit irgendwo irgendwas noch übrig sein. Wisst ihr was? Ich werde an der Stelle erst einmal im privaten Raum mich ausruhen. Und werde außerdem die E-Mails lesen, sobald ich mich erholt habe. Okay, dann lesen wir mal wieder eine Runde. Nick Easton, du bist der große Lieferant. Oh ja. Hey Sam, du bist echt was Besonderes, was? Ganz alleine lieferst du Fracht aus und fliegst Amerika wieder zusammen. Nicht, dass es mich überraschen würde, dass du dieser Aufgabe gewachsen bist. Immerhin bist du ein Wiederkehrer und auch ein Mitglied von Bridges. Blach. Wieso stolper ich immer bei dem Namen? Naja. Trotzdem tust du mehr, als du müsstest. Du hast wohl einfach dieses gewisse Etwas. Vielleicht hat es etwas mit der Verbindung zwischen dir, der Präsidentin und Emily zu tun. Naja, ich schätze, ich kann es nicht genau definieren. Aber was es auch sein mag, es wird die Welt retten. Davon bin ich überzeugt. Victor Frank, Port North City blüht eine rosige Zukunft. Hi Sam, Port North City wächst rasant. Die vielen Kräne und so hatte ich schon erwähnt, oder? Tja, das war erst der Anfang. Momentan erreichen und verlassen so viele Behälter das Verteilerzentrum, dass es schon zur Herausforderung wird, überhaupt die Eingangstür zu erreichen. Wir haben hart an der Steigerung unserer Produktivität gearbeitet und ich bin stolz darauf, dass unsere Exporte an andere Verteilerzentren und Wegposten deshalb stetig steigen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir im Gegenzug immer mehr importieren. So fühlt es sich wohl an, das Land wieder zu vereinen, was? Leute zusammenzubringen, die UCA aufzubauen. Ich hielt das alles für ein Luftschloss, aber jetzt sehe ich, wie es Realität wird. Stück für Stück, Tag für Tag. Mittlerweile treffen hier draußen sogar Lieferbots ein. Wenn das nicht davon zeugt, dass wir unseren Beitrag leisten, dann weiß ich's auch nicht. Übrigens habe ich gehört, dass einige der Bots dir zugewiesen wurden. Ich hoffe, du setzt sie bestmöglich ein. Immerhin verdanken wir es dir und dem chiralen Netzwerk, dass sie überhaupt funktionieren. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was wir ohne deine Hilfe tun würden. Amerikanischer Wiederaufbau, mehr als nur ein Traum. Lieber Sam, wieder einmal herzlichen Dank. Worte reichen kaum. Nein, sie reichen einfach nicht mehr, um auszudrücken, wie dankbar ich dir bin. Du musst echt aus einem anderen Holz geschnitzt sein. Ich bekleide diesen Posten seit Bridges 1 hier durchkam und war verdammt stolz darauf, ihn bekommen zu haben. Aber ehrlich gesagt gab es Zeiten, in denen ich befürchtete, es würde niemals eine zweite Expedition geben. Was, wenn sie den Cupid nicht zum Laufen bringen würden? Was, wenn der amerikanische Wiederaufbau bloß dumme Fantasterei war? Rückblickend betrachtet verstehe ich, warum ich fast den Glauben verloren hätte. Ich habe das echte Amerika nie mit eigenen Augen gesehen, aber dann bist du gekommen und hast mir etwas Neues gegeben, an das ich glauben kann. Du musst es zu Ende bringen, für uns alle. Vereinige uns wieder. Der Ludens-Fan, danke für den Ludens-Mann. Du bist der Beste, Sam. Du hast mir etwas wahrlich Einzigartiges gebracht. Eine Ludens-Figur, die von niemand Geringerem als ihrem Schöpfer selbst signiert ist. Versuch mal, so etwas mit einem chiralen Drucker zu drucken. Deine ist ziemlich cool, aber die hier, die ist ein echter Schatz. Der Legende zufolge spielten diese Ludens in einem der Spiele des Schöpfers eine wichtige Rolle. Die Menschen aus der Zeit vor dem gestrandeten Tod, Homo sapiens, waren von ihnen besessen, weißt du? Durch diese Werke erreichten sie die nächste Stufe und wurden zu Homo Ludens. Anscheinend haben sie keine Spiele im herkömmlichen Sinne gespielt, aber da sie nicht erhalten geblieben sind, finden wir vielleicht niemals heraus, was genau das bedeutet. Aber diese Ludens-Figuren, die standen für ein ganz bestimmtes Spiel. Und indem ich diese Figuren sammle, spiele ich wohl mein eigenes Spiel. Die Spiritualistin, eine Legion von Sams. Sam, deine Hingabe an die Arbeit ist wirklich eine Inspiration für uns alle. Wie oft hast du mich nun schon besucht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und jedes Mal wirkst du so anders. Dein Gesicht, dein Auftreten, deine Ausrüstung, sie unterscheiden sich immer. Unglaublich, es ergibt fast Sinn. Du arbeitest so hart, dass ich nicht verwundert wäre, wenn es eine ganze Legion von Sams gäbe. Doch so sehr ich es schätze, du musst nicht extra wegen mir herkommen. Du hast im Westen doch sicherlich Wichtigeres zu tun. Oh, es geht.
Sodele. Ach ja, Daten haben wir auch noch einige neue, denke ich mal. Oh ja. Okay. BB-Echo-Ortung. Delfine benutzen die sogenannte Echo-Ortung, um die Mitglieder ihrer Schule sowie potenzielle Beute im Blick zu behalten. Wie der Name schon andeutet, erzeugen sie Geräusche, die an Objekten abprallen und als Echos zurückkehren. So gewinnen sie ein Bild von ihrer Umgebung. Das ist an und für sich schon interessant. Doch noch viel interessanter finde ich die neuere Forschung, die darauf hindeutet, dass BBs eine ähnliche Methode anwenden, um GDs aufzuspüren. Wie du weißt, sollen BB-Kapseln die Verhältnisse in der menschlichen Gebärmutter nachahmen und sind der Schlüssel dazu, die Verbindungen eines BBs mit dieser Welt und der nächsten zu erhalten. Naja, jetzt legen aktuelle Forschungsergebnisse den Schluss nahe, dass BBs etwas hervorbringen können, das den Schallwellen der Delfine nicht unähnlich ist. Diese Impulse bewegen sich durch Fruchtwasser auf die andere Seite, prallen dort an GDs ab und kehren als Echos zurück. Auf diese Weise kann ein BB feststellen, von wo eine Bedrohung ausgeht. Ziemlich cool, oder? Ja. Angst als Vergnügen. Ob es ihnen bewusst ist oder nicht, die Menschen unserer gefallenen Nation leiden sehr unter der Einsamkeit und der Isolation, die wir alle erdulden müssen. Deshalb ist Oxytocin-Supplementierung so wichtig. Allerdings sind nicht alle von uns darauf hingewiesen, um so zu überleben. Tatsächlich haben neuere Studien etwas äußerst Interessantes gezeigt. Die Zahl der Menschen, die Angst nicht als eine zu meidende und aufreibende, sondern als eine angenehm und erlebenswerte Erfahrung betrachten, ist gestiegen. Bei Menschen reguliert die Amygdala die emotionalen Reaktionen auf Angst und Vergnügen auslösende Stimuli. Einige Wissenschaftler vertreten die Theorie, dass wir über die Fähigkeit verfügen können, diese gegensätzlichen Emotionen in jeweils andere umzuwandeln, da sie in derselben Hirnregion verarbeitet werden. Dagegen wäre eine solche Umwandlung unmöglich, wenn zwei unterschiedliche Hirnareale für die beiden Emotionen zuständig wären. In einer Zeit, in der Gefahren wie GDs, Zeitregen und Terrorismus im Überfluss vorhanden sind, könnte die Fähigkeit Angst als Vergnügen zu empfinden, eine nützliche Mutation sein, vielleicht sogar eine Anpassung. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Ja. Angst aus Spaß, sozusagen Horrorspiele. Die altägyptische Auffassung vom Gehirn. Heutzutage gelten die Persönlichkeit, der Geist, das Bewusstsein als Ganzes, für gewöhnlich als ausschließlich auf das Gehirn bezogene Phänomene. Die alten Ägypter waren jedoch anderer Auffassung. Sie glaubten daran, dass die Seele einer Person ihre geistige Essenz dem Herzen innewohnte. Deshalb wurden während der Mumifizierung außer dem Herzen alle inneren Organe einschließlich des Gehirns entfernt. Den Ägyptern galt das Herz als Repräsentation und Gefäß des Kas eines Menschen, während das Haar aus den anderen Organen und dem restlichen Fleisch bestand. Dieses Bild ist mit der modernen Medizin natürlich nicht in Einklang zu bringen. Aber denken wir nur an die BBs, die die Boten im Feld einsetzen, und an jeglicher Hirnaktivität baren Todmütter, mit denen sie noch verbunden sind. Kehren wir nicht vielleicht zu alten Sitten zurück, wenn wir in unserem Bestreben, der Welt der Toten näher zu kommen, unsere Aufmerksamkeit fort vom Gehirn und hin zum Herzen, zur Gebärmutter, zur Nabelschnur lenken? Sind alles schon sehr interessante Gedanken, die hier niedergeschrieben wurden, auf jeden Fall. Ganz interessant. Warum Flugzeuge und Drohnen nicht fliegen können? Central Knot City, weißt du, was ich als Kind werden wollte, ob du es glaubst oder nicht? Astronaut. Heute ist das wahrscheinlich kaum vorstellbar, aber vor dem gestrandeten Tod war der Himmel voller Drohnen, Flugzeuge und allem möglichen Schrott, der zwischen den Kontinenten verkehrte. Manche Maschinen stiegen sogar bis in den Weltraum auf. Aber die chiralen Wolken setzten all dem ein Ende. Heute fliegt gar nichts mehr. Nein, alles brach zusammen. Und meine Träume auch. Irgendwie beeinflussen die verdammten Wolken die Luftfahrtsysteme. Frag mich nicht, wie sie das tun. Sie verschlucken außerdem Funksignale. Signale aus der Ferne kommen nicht mehr durch und deshalb haben wir keine Ahnung, was in anderen Ländern vor sich geht. In dieser Hinsicht hat uns das um mehr als ein Jahrhundert zurückgeworfen. Die Leute reden viel darüber, wie der gestrandete Tod uns in die Städte getrieben und die Bindungen zwischen uns durchtrennt hat. Aber das ist noch nicht alles. Er hat auch den Boden vom Himmel getrennt. Ziemlich beschissene Situation. So, Dooms und die Sternbilder. Astrologen wie ich sind es gewohnt, dass unsere Arbeit, natürlich zu Unrecht, als unwissenschaftlicher Hokuspokus abgetan wird. Doch seit dem gestrandeten Tod interessieren sich immer mehr Leute für die sogenannte Astropsychologie. Eine Disziplin, die Astrologie mit verschiedenen Formen der Psychologie vereint. Die Tatsache, dass jede Person einen Strand hat, mit dem sie seelisch verbunden ist, hat zweifelsohne zu diesem Trend beigetragen.
Diese Tage gibt es sogar Psychotherapeuten, die in ihren Beratungsgesprächen astrologische Techniken einsetzen. Die interessanteste neuere Entwicklung ist aber wohl die Entdeckung, dass die Konstellation von Himmelskörpern im Augenblick der Geburt eines Menschen dessen Beziehung mit dem als Dooms bekannten Zustand beeinflussen kann. Natürlich macht das Chiralium in der Erdatmosphäre die tatsächliche Beobachtung der Konstellationen zu einer schwierigen Angelegenheit. Ich würde sogar sagen, dass es unmöglich ist. Doch zu dem Schluss zu gelangen, dass sie sich deshalb nicht auf menschliches Leben auswirken, wäre fürwahr törichter Fehler. Ein fürwahr törichter Fehler. Okay. Boah, wir haben immer noch nicht die 100 Interviews durchgelesen, wie es aussieht. Und dabei waren das gefühlt mittlerweile schon 100 in der Liste. Ja, wahrscheinlich ein paar weniger. Naja, irgendwann werde ich schon auf die 100 kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Okay, dann gucken wir mal, ob ich hier noch neue Sachen entdecken kann. Ja, scheinbar habe ich tatsächlich hier noch einen Prepper übersehen. Guckt euch das mal an. Der Musiker. Ich habe seinen Bunker sogar schon auf der Karte gehabt. Eigentlich hätte ich ihn ruhig schon besuchen können. Ich wusste ja, wo er ist. Oh Mann. Großartig. Und ich habe eine neue E-Mail. Victor Frank. Portnot boomt. Die Lage hier in Portnot wird immer besser, Sam. Dank dir wollen wir alle unser Bestes für diese Stadt geben und mittlerweile sehen wir auch die ersten Früchte unserer Arbeit. Hast du dich schon im Verteilerzentrum umgesehen? Die Anzahl der Lieferungen, die wir dort mittlerweile verarbeiten, ist einfach unglaublich. Der Handel boomt. Selbstverständlich verdanken wir all das dir. Deshalb haben wir dir einen Stern gegeben. Er ist ein Zeichen unserer Dankbarkeit. Solche Sterne geben wir nur besonderen Leuten, denen wir wirklich vertrauen. Sie sehen aber nicht so schön aus. Bestimmt hast du die Gerüchte darüber gehört, dass Boten, die Sterne von Preppern erhalten, ihre Zeitregenunterstände benutzen... Moment mal. Dass Boten, die Sterne von Preppern erhalten, ihre Zeitregenunterstände benutzen können? Vielleicht solltest du das mal ausprobieren. Wie dem auch sei, jedenfalls wollte ich mich für all deine Hilfe bedanken. Alles klar. Oh, Auftrag? Der Ludens-Fan. Moment. Entschuldige, Sam. Ich weiß, dass du viel zu tun hast, aber du musst etwas zu einem Mann namens Victor in Portnot City bringen. Er sollte es haben, nicht ich. Und einzigartig ist es auch. Deshalb ist chiraler Druck keine Option. Ich wäre dir zutiefst dankbar, wenn du das erledigen könntest. Okay. Ein besonderer Auftrag, wie es scheint. Krass. Huh. Naja, darum werde ich mich sowieso erst später kümmern können. Von dieser Seilrutsche aus ist man scheinbar locker in der Lage, zu dem Musiker zu gelangen. Denke ich zumindest. Ich habe mir jetzt noch zwei TCKs mitgenommen. Oh boy. Mit den zwei TCKs sollte ich in der Lage sein, da noch eine weitere... Noch eine weitere Seilrutsche hier hinzubauen. Kann ich jetzt speichern? Ja. Sehr gut. Einmal manuell gespeichert. Für den Fall der Fälle. Eieieiei. Das wird wahrscheinlich ungemütlich werden. Oder gibt es hier noch eine bessere Möglichkeit? Na, ich weiß nicht. Da unten sehe ich schon eine kleine Kletterverankerung. Die ist eigentlich die beste Option jemals. Au. Ja, ich weiß, Kleiner. Es tut mir leid. Genau so. Alles ist gut. Tut mir leid, alles gut. Alles gut. Ja, komm schon. Okay. Ah, sehr gut. So, jetzt ganz vorsichtig zur Kletterbank. Nein, nein, Sam! Oh! Er wollte es wissen, der Sam. Meine Güte. Das war jetzt viel zu knapp. Meine Fresse. Okay. Schön runter. Das ist ein sehr gut platziertes Seil. Zugegeben, etwas weiter oben platziert wäre es noch besser gewesen, aber naja. Passt schon. Ha. So. Wo genau ist jetzt der Bunker? Da oben. Eieiei. Okay.
Ach so, ja klar, ich kann hier erstmal noch nichts machen. Aber ich habe auch gar keine Lieferung an den Musiker. Bin ich da überhaupt in der Lage, etwas zu machen? Ich fürchte, nein, oder? Naja, ich werde es ausprobieren müssen. Vielleicht klappt es ja. Okay. Auf die Art und Weise komme ich wenigstens über die Stromschnelle. So. Mein lieber Mann, ey, der wohnt auch noch einmal ordentlich abgelegen. Hallo, Aufträge annehmen. Oh, er hat einen Auftrag für ihn selbst. Beschaffen vom Fluss mit gerissenen Notenblätter. Okay. Kann ich gerne machen. Ist wahrscheinlich die Bedingung dafür, dass er sich überhaupt auf das chirale Netzwerk einlässt. Ist in Ordnung. Wacheneinschränkung aufgehoben. So. Das Problem ist, ich bin jetzt überhaupt nicht auf so einen Auftrag vorbereitet. Deswegen habe ich eben nur TCGs dabei. TCGs. Ach so, sind sowieso nur zwei Notenblätter. Dann ist ja okay. Kann Sam eigentlich schwimmen? Ich weiß es nicht. Ach, du liebe Zeit. Ja, das wird scheiße. Ach Gott. Das wird ja immer besser hier. Vorsichtig, jawohl. Okay. Hier scheint der Fluss ja noch einigermaßen flach zu sein. Dann passt es ja. Solange er noch flach bleibt, habe ich gute Karten. Perfekt. Alte Notenblätter, was da wohl für Stücke drauf sind. Mozart, Beethoven. Oh, oh. Mozart, Beethoven. Sind gar, oder vielleicht sogar eine Eigenkomposition vom Musiker. Wir werden es wahrscheinlich bald erfahren. So, der Minimumbehälter ist eingesammelt. Wir wollen aber natürlich beide holen. Nur so können wir sicherstellen, dass wir wahrscheinlich mindestens den ersten Stern bei ihm vollkriegen. Vielleicht sogar direkt den zweiten. Wer weiß. Noch einmal kurz stehen bleiben. Oh, ich muss immer auf die Belastungsanzeige achten. Stimmt ja, eigentlich kann ich auch Monster Energy saufen, solange ich durchs Wasser warte. Denn wenn ich im Wasser rumlaufe, füllt sich die Feldflasche extrem schnell wieder auf. Das sieht man ja auch jetzt gerade am linken Bildschirmrand. 950 gerade passiert und 1000. Bam. Schon sind wir wieder voll, was das angeht. Nice. Ah, sehr schön. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das Wasser hier so flach. Okay. Wow, 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 wow. Sehr gut. Jetzt nur noch zurückwarten. Und dann haben wir's. Ich frage mich jetzt auch gerade, wie der Musiker aussieht. Ist es ein eher jüngerer? Vielleicht aus einer Band? Oder ein etwas älterer, der so eine Art Eigenkomponist ist? Man weiß es nicht. Aber wir werden es bald herausfinden. Das scheint jetzt auch vor allen Dingen der letzte Prepper hier in dem Gebiet zu sein. Ich habe mich noch einmal
an einer Liste orientiert von allen Preppern und Stationen, die es im Spiel gibt und die man auf 5 Sterne bringen kann. So wie es aussieht, habe ich in der zentralen Region doch noch ein paar Leute übersehen. Ja, zu deren Bunkern muss ich mich auch noch einmal begeben, sobald ich ihre genaue Position kenne. Und vor allen Dingen, was ich auch noch langsam beginnen sollte, das Sammeln der Speicherchips. Denn, viele von den Speicherchips, habe ich gelesen, erscheinen erst dann, wenn man manche Einrichtungen auf 5 Sterne hochgelevelt hat und eine bestimmte E-Mail von ihnen bekommt. Ha. Ich habe mir schon einmal probeweise einen Guide im Internet angeguckt und schon der erste Speicherchip, den ich dort einsammeln sollte, in Capital Not City, der war einfach nicht da. Ich habe offscreen noch einmal nachgeguckt, der war nicht da. Scheinbar habe ich die E-Mail von Capital Not City noch gar nicht gekriegt, obwohl ich da schon 5 Sterne habe. Ja, ich hoffe nur, die lassen nicht zu lange mit der E-Mail auf sich warten, sonst könnte es knapp werden. Wow. Schön vorsichtig. So, noch einmal Monster Energy saufen. Jawohl. Sehr gut. Mist. Ah. Jetzt aber. Jawohl. Haha. Der schwierigste Teil ist damit getan. Genau, also... Scheiße. Ach komm. Geht doch kacken. Jedes Mal aufs Neue. Jedes Mal aufs Neue. Seht ihr? Aus dem Nichts heraus stolpere ich und habe dann keine Möglichkeit mehr, den Sturz abzubremsen. Danke auch. Naja, egal. Sollte hoffentlich trotzdem noch reichen. So. Beide Behälter mit Notenblättern. Bitteschön. Scheiße. Bist du Sam Bridges? Wirklich? Sorgfältig behandelt. So etwas sieht man gerne. Okay. Sieht mir doch eher nach einem Jungspund aus. Ah, 4%. Nur A-Rang. So eine Scheiße. Jawoll! 2, fast 3 Sterne. Ah, den dritten Stern hätten wir wahrscheinlich dann bekommen, wenn wir es auf S geschafft hätten, bei ihm abzuliefern. Das Netzwerk ist mir echt von großem Nutzen, also... Okay, tun wir es. Nimm mich in die UCA auf, oder was auch immer. Nice. Instant sogar in die UCA. Sehr gut. Mit den TCGs, mit den TCKs, die ich dabei habe, sollte ich eine gute Verbindung zu ihm aufbauen können. Und dann kann ich jetzt von überall Aufträge für ihn entgegennehmen. Läuft. Jawohl. Da war also doch noch eine kleine Region da unten. Ich habe mich nicht verguckt. Musiker ist den UCA beigetreten. Nice. Das war's schon, was? Ich fühle mich genauso wie vorher. Aber ich bin jetzt wohl Teil von etwas Größerem. Okay, dann suche ich jetzt mal weiter nach guter Mucke. Da draußen findet sich doch immer was Gutes. Bis jetzt, ja. Bist du musikalisch? Ich hab hier eine Mundharmonika für dich. Oh. Das ist Wanderers Musikinstrument. Du kannst sie überall spielen. Hier, nimm. Lass deine Seele erklingen. Okay, krass. Mundharmonika. Ha. Dankeschön. Er hat dir eine Mundharmonika geschenkt. Wow. Es war mir eine Ehre. Wirklich. Sam Bridges. Verdammt. Gute Arbeit. Da hat er offensichtlich schon sehr viel von uns gehört. Hoffentlich nur Gutes. Okay, also ich würde sagen, ich liefere das hier an das Verteilerzentrum, damit das Verteilerzentrum auch Lieferungen für
Oh, Momentchen mal. Materiallieferung mit einem Zeitlimit. Zeitlimit-Aufträge nehme ich doch gerne. Und an den Wegposten auch nochmal einen Zeitlimit-Auftrag. Nehme ich alle. Nehme ich alle gerne. Und dann nehme ich gerne irgendwelche geilen weiteren Aufträge für den Musiker selbst an. Aber erst einmal die Verbindung hierzu aufbauen. Lieferparameter aktualisiert. Zeitlimit festgelegt. Chill, Sam. Meine Güte. Waffeneinschränkung aufgehoben. Ja, das habe ich mir gedacht. Sprich, ich muss wahrscheinlich noch einen weiteren, zweiten Punkt hier irgendwo aufbauen. Momentchen mal. Außerhalb des erlaubten Mist. Okay. Also ist doch das hier am besten. Sehr gut. Oh, die Brücke hier, die ist auch gut platziert. Nicht schlecht. Die kann ich verdammt gut gebrauchen. Boah, die hat auch schon 58.000 Likes gesammelt. Nicht schlecht. Hat sie auch verdient. Muss ich sagen. Nein, what the fuck war das denn jetzt? Ernsthaft? War da oben nicht auch noch irgendwo eine Seilkonstruktion? Gab es da oben nicht was? Mist. Ach, scheiße. Ja, komm. Dann nutzen wir die Gelegenheit und gehen wenigstens ins Wasser. Wenn wir schon nicht nach oben kommen, dann wenigstens nach unten. Beide Wege sind nicht besonders schnell, von daher macht es kaum einen Unterschied. So. Eventuell könnte ich sogar hier unten eine Seilrutsche bauen. Das könnte sogar noch praktischer sein. Ja, ich weiß, tiefes Wasser. Interessant, das ist also auch ein starkes Argument gegen das Bilden einer Seilrutsche. Ja, komm schon. Die eine Verbindung nach da hinten muss ich noch hinkriegen. Ja! Genau so, perfekt. Guckt euch das mal an. Die perfekte Verbindung hier. Läuft. Ja, ich habe das Gefühl, nee, vergiss es. Da warte ich lieber, bis das Ding fertig konstruiert ist und werde dann damit die Lieferungen so schnell wie möglich abschließen. Ist besser. Konstruktion abgeschlossen. So, Dille, los geht's. Einmal in die Richtung, bitte. Läuft. Okay. So, verlorene Lieferungen für den Musiker werde ich hier wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit finden. Okay. So. Zeitauftrag sicherer S-Rang für mich. Willkommen, Sam Porter Bridges. Bitte dranbleiben. So. Einmal liefern. Du bist. Was? Ernsthaft? Ich habe 4 Minuten gebraucht und das... Oh, das gibt's doch nicht. Leute, irgendwann ist doch auch mal zu viel des Guten.
Ich weiß, 4 Minuten sind dadurch zustande gekommen, dass ich die Brücken noch gebaut habe. Ja, die Seilrutschen, aber dennoch. Es ist, oh. Okay, empfindliche Lieferung. Kann ich schon mal mitnehmen. So, ist kein Problem. Okay, hat... Okay, hier ist leider nichts mehr für den Ludens-Fan dabei. Schade. Aber nicht schlimm. Ich werde trotzdem nochmal bei dem Ludens-Fan vorbeischauen. Vielleicht hat er trotzdem einen neuen Auftrag. Für den Musiker. Könnte ja sein. Ansonsten hat er ja wahrscheinlich noch einen Auftrag für Fort North City. Den würde ich mir zumindest einmal gerne angucken. Naja, wobei, ich glaube, ich werde den Ludens-Fan erst dann besuchen, wenn ich die Quest beim Wegposten abgegeben habe. Besser ist es. Ich möchte nicht am Ende dafür auch noch einen A-Rang kriegen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. So. Oh je, 5 von 25 Minuten. Bitte lass das noch genug sein. Weil ganz ehrlich... Das fand ich gerade eben schon ziemlich fies. So knapp wie die Zeit manchmal bemessen ist, muss man ja mit Seilrutschen reisen. Dann gibt es keine andere Möglichkeit, das auf S-Rang zu bringen. So, da dann direkt aussteigen und liefern. Okay. Lauf, Sam, lauf. Vielleicht sollte ich jetzt langsam auch mal wieder ein Geschwindigkeitsskelett ausrüsten. Ja. Kommt drauf an, was ich noch alles für Lieferungen erledigen muss. Vielleicht ist es doch besser, vorsichtshalber, das Kraftskelett ausgerüstet zu erstmal dabei. So, bitteschön. Ach, scheiße. Das ist so zum Kotzen, wisst ihr das? Ah, Lieferzeit trotzdem plus 1, immerhin. So, was haben wir denn hier? An Portnot, an Ludens-Fan. Wow. Na toll, okay, ich mache wenigstens das für den Ludens-Fan. Vielleicht kriegt er dann neue Aufträge für den Musiker rein. Oh, Ludens-Sperrflagge, Lieferung Portnot City. Okay. Ha. Für den Musiker etwas? Nee, gar nichts. Eieieiei. Das könnte ich sogar von einem Bot erledigen lassen. Ja komm, machen wir mal. Setze autonomen Lieferbot ein. Ist mir an der Stelle jetzt auch egal. Na gut. Dann werden wir jetzt wenigstens die eine Lieferung an den Musiker ausliefern. Mehr haben wir jetzt leider nicht. Ich habe jetzt auch keine... verlorene Fracht für ihn gefunden bislang. Oh, da hinten ist was. Ah, aber da muss ich mich ins GD-Gebiet trauen. Und dann erstmal wieder zu der Seilrutsche laufen. Nee, danke. Da warte ich lieber auf irgendwelche Lieferungen, die besser gelegen sind. Okay. So.
Soweit, so gut. Ah, eine M-Lieferung für den Musiker. Und die liegt auch noch ziemlich gut. Sehr gut, die nehme ich mit. Ah, Sachen für den Windpark interessieren mich herzlich wenig. Es sei denn, der Windpark hat auch noch eine Mission für den Musiker. Dann könnte er mich eventuell noch interessieren. Naja. Erstmal ab durch die Mitte. So, mein lieber Musiker. Wir haben bereits die nächste Lieferung für dich gesammelt. Ich hoffe, du wirst zufrieden sein. So. Und sobald er diese zwei Zeitaufträge noch einmal in seiner Auftragsliste hat, werde ich sie definitiv auf S-Rang schaffen. Dieses Mal, das nächste Mal wird es definitiv so laufen. So, mein Lieber, bitteschön. Mensch, Sam, schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Jo. Der Zustand ist ja absolut perfekt. Außer dir hätte das wohl niemand geschafft. Ich habe ja auch Legendenstatus mittlerweile, im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich wirklich. Hat das Spiel mir schon gegeben. So, Stufe 3, sehr gut. Kühles Blau als Brillengestellfarbe für die Ludens-Maske und den Rucksack. Nice. Oh, vierter Stern auch noch, Musiker. Hologrammdaten. Und Sonnenbrillenrahmenfarbe, kühles Blau, nice. Alter! Kollege, durch den einen Auftrag? Verdammt. Dafür hat es jetzt leider nicht geklappt, Wir haben beide noch viel zu tun. Vor allem du, oder? Mach weiter so, Kumpel. Bleib stark. Oh, das kannst du mir doch nicht antun. So kurz vor den 5 Sternen. Komm schon. Hat er einen neuen Auftrag, an sich selbst auszuliefern? Nee. Dreck. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Na gut, dann werde ich mal die Lieferungen nach Capital Not City abschließen. Vielleicht haben die ja etwas. Haha, hier werden sogar zwei Lieferungen angeboten. Alte Teile für die Reparatur von Musikinstrumenten und Aufnahmen eines Open-Air-Konzerts. Läuft. Sehr gut. Nehme ich natürlich beide an und werden beide direkt abgeschlossen. Sehr schön. Wie viel Belastung wird das für meinen Rücken sein? Schauen wir mal. Oh, geil. Einfach nur zwei klitzekleine Behälter. Das ist ja süß. Schön angenehm. Alles klar. Den Großteil des Rückweges werde ich dann auch wieder wegschneiden. Und da wären wir auch schon. Okay. Jetzt werden diese Quests auch abgegeben mit der verlorenen Fracht. Das reicht hoffentlich für die 5 Sterne, wa? Der Zustand ist ja absolut perfekt. Außer dir hätte das wohl niemand geschafft. Danke. S-Rang. Yes! 5 Sterne. Chirale Bandbreite, kühles Blau für die Mütze freigeschaltet. Ich kann mich im Bunker ausruhen. Läuft. Hier auch noch einmal S, nur weil wir es können. Und die verlorene Lieferung, die ich auf dem Weg noch einmal eingesammelt habe. Warte. Das hier hatte ich für dich zur Seite gelegt. Denk gar nicht dran, es abzulehnen. Das hast du dir verdient. Das Sternchen? Auf jeden Fall. Käme ich nicht auf die Idee, das abzulehnen. Oh, habe ich ordentlich für gearbeitet. Alles klar. Sehr gut. Alles klar, also wir haben beide noch... Jo. Alles klar. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Wir haben es geschafft. Informationen erhältst du an wir haben es geschafft, Leute. Jetzt habe ich offiziell das komplette Gebiet auf 5 Sterne gebracht. Puh. Gut, dass ich mich im Internet nochmal kundig gemacht habe, sonst hätte ich diesen Typen hier komplett ignoriert. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, ich gucke nochmal auf die Zeit.
Oh ja, von der Zeit her reicht es mal wieder dicke. Alles klar, dann würde ich an der Stelle den Part für heute beenden und bis zum nächsten Part werde ich mich wieder in die zentrale Region teleportieren und dort die letzten Prepper ausfindig machen, die mir noch fehlen. Wenn die genauso schnell auf 5 Sterne zu bringen sind wie hier der Musiker und der Ludens-Fan, dann sollte das ja auch einigermaßen fix gehen. Und dann können wir endlich in den Westen reisen und den weiteren Verlauf der Geschichte genießen. Ich bin gespannt darauf. Alles klar, Leute. Dann an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.